Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ist ein herrliches Wetter, ne? In der letzten Folge haben wir den Typen hier gerettet, zusammen mit Travis, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der Bruder von diesen Russen. Und ja, wir haben uns die Farbe besorgt aus diesem Hardware-Shop. Und Du bist zurück. Hast du die Farbe gefunden? geben wir die mal ab. Was, wenn ich keine grüne Farbe habe? Wäre das schlimm? Die Leute wären enttäuscht. Immerhin heißt es ja großer grüner Wächter. Tradition und so. Aber eine neue Farbe wäre mir immer noch lieber als eine verfallene Mauer. Und? Was gefunden? War nicht leicht, aber ich hab was. Ja. Das sind mal gute Nachrichten. Wie wär's, wenn du den ersten Strich machst? Mal sehen, ob der Farbton passt. Okay. Natürlich grüne Farbe. Hi. Richtig schönes Grün. Der Mauer scheint's zu gefallen. Okay. Du bist verrückt. Hab ich gern gemacht. War mir eine Ehre. Schön, mit jemandem zu arbeiten, der weiß, was Respekt ist. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Die bunte Stadt. Ah, schön. Mauszeiger da wegbewegen, damit ich auch die Uhr sehe. Ja. Ich habe noch ein paar Kronkorken hier so umgedreht. Immer noch 200, ey. Wieso habe ich nur so viel? Ja. Ich habe eigentlich meinen Schrott eingelagert. Und weiß nicht, meinen ganzen Medikament hier verkauft. Bis auf 5 jeweils. Und ja. Dann habe ich dafür Munition gekauft, weil ich das Geld ja irgendwie zurückhaben musste. Und ja. Wir sind hier schon wieder fertig und gucken mal, was wir jetzt noch machen können. Wir tun das hier erstmal abstellen, weil das ist hier vollkommen anders. Und machen mal den goldenen Grashüpfer. Der frühere Partner von Nick Wellenthal. Gucken wir mal, wo wir da hin müssen. Flannelhall. Old Nordchurch. Railroad. Oh Gott, hier. Ja, mal dahin. Weil das weiß ich noch so ungefähr, was das ist. Das ist hier über der Railroad die Kirche. Andere sagt mir nämlich nichts. Sind wir ja durchgerannt wie blöd, weil wir da, weiß ich nicht, voll am Leben die ganze Zeit gegangen haben. Ist auf dem Dingens hier, auf dem Freedom Trail irgendwo gewesen. Ja. Ein paar Level Erfahrungspunkte bekommen. Hier denke ich, Modifikation zu ermöglichen. Ja, deswegen nehme ich aber immer Klebstoff mit. Ich kann nur 60 Sachen tragen, verdammt. Ich habe irgendwie einen meiner Sachen irgendwie verbessert, meine Rüstung, dass ich da Taschen eingebaut habe, damit ich mehr tragen kann. Ein Teil, ich kann gar nicht so viel verbessern. Stört mich ein bisschen. So, hallo, ist da Luftschiff? Geil. Schade, wenn ich in die Richtung müssen. So, verbessert habe ich glaube ich nichts hier waffenmäßig. So, hier sind noch eine Menge Orte, die wir nicht erkundet haben, aber tu erstmal eine Mission nach der anderen aus dem Weg rein. Boah. Nee, nee. Nur noch Erinnerungen hier, wie die Kämpfe hier ausgegangen sind. Mit Gefährten. Deswegen rennen wir jetzt einfach zu schnell zu dem Ort, wo wir hin müssen. Sag mir nicht, dass hier das Gebiet. Ihr könnt auch mal ein bisschen langsamer machen, ne? Ihr müsst nicht immer eure Molotov-Cocktails spammen. Den haben so manchmal nicht alle. Die Waffe ist irgendwie nicht so. Ey! Ich bin ja ein Kack-Molotow-Cocktail, ich komme da nicht voran. Vor allem, wenn man irgendwie in so einem Raum ist oder so und die werfen die ganze Zeit Molotow-Cocktails.
Ich wollte nicht kämpfen gerade. Die kommen und verfolgen mich, blöd. Können wir mal diese Tradition weglassen, dass ich jetzt, bevor ich irgendwie weiterkomme, wieder 10.000 Mal kaputt. Auch hier sind die. Boah. Was ist ja genau hier vor? Können wir diese Tradition mal weglassen, dass ich irgendwie die ersten 5 Minuten hier wieder vollkommen verschwende, indem ja 1 Million Gegner wieder sind. Ein Zombie-Kleiden auch. Ja, arbeitet ruhig zusammen, ist klar. Gegner, die eigentlich nicht zusammenarbeiten sollten, ne? So, nach jedem Kampf speichern. Ignorieren, ja, ne? Jetzt einfach nur zu dem Ort hin. Und wieder 10 Minuten zu verrecken. Wenn es geht, sind wir trotzdem wieder hier. Ah. Mal da. Was war das denn hier? Ich lese ja Vorsicht, was ist denn hier? Da was sein. Ich will jetzt nicht der Fall sein. Bitte nicht wieder die ganze Zeit Dinger werfen. Oh, nee, schon wieder. Ich kriege gleich noch ein Level ab. Warte. Gott, nein, nein, nicht so einer wieder. Alter, wie zielsicher die mit den Teilen sind, ne? Doch, jetzt muss ich nachladen, ehrlich. Da hinten sind auch Gegner. Oh, echt? Ja, gegen den hab ich keine Chance. Verpisse er sich. Nein. Steht da. Ja. Keine Dingens mehr. Oh. Der eine Typ kommt gleich von hinten. Der Typ wartet jetzt an, ne?
Meine Waffe ist größer. Boah, jetzt verwandelt er sich wieder. Ja, Raketen habe ich auch gekauft. Alter, der Schaden, ne? Warum war ich noch am Nachladen? Ich wollte den jetzt so geil abschießen. Boah, ey. Ich hasse, schon wieder 10 Minuten hier. Jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange irgendwo. Die ersten 10 Minuten sind immer nur, beschäftigen sich immer nur damit, dass ich hier voll auf der Fresse kriege die ganze Zeit. Boah. Warte, ey. Du bist das, ne? Tristat. Boah, jetzt sehe ich auch erst, wo wir hier wieder sind, ey. Mann. Vor allem, ich habe da schon alle fertig gemacht. Diesen Selbstmörder habe ich fertig gemacht. Warum ist denn der jetzt schon wieder da? Also das letzte Mal, als ich hier war, nicht im letzten Spielstand oder so. Oh, ey, Junge. Ich irgendwie da hoch. Den liebend gern von da oben abknallen, alle. Hallo, was denn hier alles? Wer da sein? Warte, ich geh jetzt hier hoch. Aber du bist hier, ehrlich? Treff ich damals überhaupt? Warte hier. Kommt er nicht lebend raus, das sag ich dir. Komm hier runter. Was? Wo? Lass mich raus! Hier. Nein, weg. Oh mein. Die Zeitung ist echt geil. Vor allem, da sind jetzt Gegner, da sind jetzt Gegner. Wieder Zeitlupe.
Aber wer? Komm her. War ernsthaft. Ja, wenn ich mich umdrehe, dann kommt er auf mich, oder was? Oh. Wir 10 Minuten am Verschwenden, weil ich die ganze Zeit verreck. Oh, in jedem Part. Boah, ey, warum sind denn die so stark? Weil das auch viel überleben ist, ich weiß. Boah. Junge. Boah, Kritscher, Schleichangriff, ehrlich, und der lebt immer noch. Boah, ich mal so eine MG oder irgendwie sowas, ne? Ich immer noch nicht. Oh. Warum treffe ich den nicht? Nein. Alter, ich treffe den nicht. Boah, da sind auch welche. Noch mehr Gegner, ne? Kannst du mal explodieren? Oh mein Gott! Boah! So 1 Milliarde Gegner, ne? Oh, ich werde 20 Minuten verballert, weil ich irgendwas erreicht habe. Ist jemand da? So, haben wir wenigstens ein paar erledigt. Jetzt würde ich mal gerne da reingehen. Weil ich die ganze Zeit hier auf die Fresse krieg. Was? Nein! Boah! Ich wollte da nicht reingehen. Ja, wieder raus, ja. Jetzt mal mit Medex und also einsetzen, aber ich habe keinen Bock an noch, um die zu öffnen. Wie so ein Kack. So, du, komm her. Du bist der Typ mit der MG, ne? Ach. Du bist nicht der Scharmützler. Du hast nur noch Jagdgewehr oder was auch immer ist. Tut mir trotzdem voll viel abziehen, ey. Scharmützler stand da gerade.
Ich werde ja nur Level 20 erreichen in dem Part. So viele von diesen Bissern hier erledige. Oh. Du bist ja mein Raketenwerfer, ne? So, weg mit dich. Weg mit dich. Warum treffe ich den nicht? Ja, da war eine Mine, aber die ist irgendwie nicht hochgegangen. Weil leck mich, ich gehe jetzt einfach da rein. Ist mir langsam ein bisschen so blöd, hier die ganze Zeit 20 Minuten lang gegen die zu kämpfen und die ganze Zeit zu verrecken. Aber ich möchte doch nicht in jeder Sekunde hier quick saven, ey. Ist auch ein bisschen erschummelt. So. Aber er wagt sie durchzukommen. Niemand? Okay. Ich mach keinen Kurs. Ja, wo soll ich mich? Oh. Oh, weiß nicht so viel aus, ehrlich. Bist du ich? Richtig. Genau so. Ja, da machst du eine Tür auf, ne? Oh, hi, na? Könntest mir helfen? Boah, jetzt kommen die wieder mit ihren Molotovs, ne? Die ganze Zeit. Warte. Was? Wo soll ich denn jetzt hier rauskommen? Bist du euch, Mann? Lauf die ganze Zeit hier Molotow-Cocktails reinzuwerfen, wird langsam nervig. Alter! Das ist überhaupt nicht viel, ne? So. Noch jemand? Glaube ich, so ein gutes Schrotgewehr. So, jetzt kommt der nicht rein, dann wird er jetzt auch nicht reinkommen, ne? Ja, mach einfach. Hm, boah.
Also leider war das so ein Part. Bis jetzt habe ich jetzt echt keine Lust hier alles zu lesen. Wer lesen will, viel Spaß. Ich habe jetzt echt nicht mehr den Nerv dazu. Weil der Protektron wird ja hoffentlich ein paar Leute hier kaputt hauen. Wow, sind das viele. Wir sind alle jetzt hier unten, super. Ja, hallo, ich wollte schon sagen. Ah, sehr gut. Oh, wie viele Kassen hier sind. Wir haben ein Jet, das ich verkaufen kann. Ja, ich kann hier eine Menge verkaufen. Ich dachte, ich will da drin ist. Jeden Affen töten. Jetzt scheint sich das hier alles zu balancieren, ne? Jetzt scheine ich nicht hier die ganze Zeit zu feigen. Boah, du solltest nicht. Aber es wäre immer noch lieber, als die ganze Zeit durch das Spiel durchzurennen, als wäre das nichts. Nehme ich an. Da sind ja überall Protektrons, die aber nichts machen. Noch gerne mal ein Level up in diesem Part. Ich habe noch einen Krieg. Die so viel noch aushalten, ne? Ja, das habe ich diesmal gesehen. Was hättest du aktiviert? Gar nichts. So ein Ding. Oh, jetzt ballern die auf den, sehr gut. Yeah. Und am Leben? Oh. Oh Gott. Noch so ein legendärer. Ja, solange du da festhängst. Boah. Er kam denn von da und hat mich angegriffen. Yay, der ist mutiert. Geil. Hi. Komm mal runter. Ich habe hier ein paar Leute, die ganz scharf auf die sind. Ne, schon wieder. Der ist auch gerade unten gewesen.
sehen, der mir Schaden macht. Noch eine Pistole mit 10 mm. Ja, gut, dann kann ich ja hier den Part erstmal beenden, wo ja noch 1 Milliarde Gegner sind. Boah. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Sag tschüss, bis zur nächsten Folge.